Noch ist alles still. Noch stehen die Zeiten gleichzeitig nebeneinander. Noch ist die Welt eins. Ist alles eins. Ein Moment für Erinnerung und Ausblick. Vergangenes, das Zukünftiges werden soll. Ein Morgen im März. Berlin unter den Linden. Der Eingang vor der Humboldt-Universität. Lange haben sie im Winterschlaf verbracht. Jetzt kommen sie wieder ans Licht. Die Denkmäler der beiden Brüder Humboldt. Zuerst der berühmtere von beiden, Alexander von Humboldt. Weltreisender, Weltentdecker, Naturkenner und Menschenfreund. Dann folgt sein Bruder Wilhelm. Auch er hat Großes geleistet. Die Berliner Universität gegründet, 70 Sprachen erforscht, war Diplomat und Politiker. Wilhelm und Alexander, interessiert an Fremdem und Unbekanntem, neugierig und aufgeschlossen, waren beide. Benedikt Savoy und David Blankenstein kennen Alexander und Wilhelm genau. In Paris haben sie eine Ausstellung über die Brüder gemacht. Jetzt planen sie eine für das Deutsche Historische Museum in Berlin. Wenn sie ihnen begegnen, wird es vertraut und ganz gegenwärtig. Ja, ein bedächtiger, nachdenklicher und gravitätischer Mann ist hier dargestellt, ist Wilhelm von Humboldt. Ich sage, jemand, der sehr lebendig war, also jemand, der in einer sehr bewegten Zeit versucht hat, eine eigene Richtung einzuschlagen. Und das war auch eine politische Richtung. Unterwegs auf der Suche nach Objekten für ihre Ausstellung. Die Französin Benedikt Savoy und David Blankenstein wollen möglichst unentdeckte Exponate haben. Solche, die uns die beiden Brüder so nahe bringen, als wären sie Zeitgenossen. Es gibt nur eine einzige Abbildung, auf der beide sind. Alexander sieht dick aus. Dicker als sonst. Wohlgenährt. Wohlgenährt. Im Berliner Reich. Im Vordergrund, aber ohne Stern. Wilhelm, der sieht ein bisschen traurig aus, aber hat einen scharfen, wenn auch traurigen, aber scharfen Blick. Ja, der scharfe analytische Blick. Während Alexander von Humboldt wegguckt. Ja, sehr schön, wunderbar. Das ist ein gutes Stück. Zu den Anfängen, 1769, Schloss Tegel. Hier hat alles begonnen, der erste Wohnort der Brüder. Damals weit außerhalb von Berlin. Ein bisschen Landwirtschaft, seltene Gewächse, Weinanbau. Für die Kinder ein Paradies. Benedikt Savoy und David Blankenstein wollen sich von diesem Ort und seiner Geschichte inspirieren lassen. Die Erziehung der Kinder ist streng. Sie sollen im preußischen Staat Karriere machen. Alexander und Wilhelm haben beste Hauslehrer. Die Mutter dominiert alles. Beide Jungen leiden unter der Enge und Kälte hier. Sie fühlen sich gefangen. Der frühe Tod des lebenslustigen Vaters, für beide eine Katastrophe. Wilhelm zieht sich in sich selbst zurück. Alexander flieht nach außen, in die Natur. Er sammelt kleine Tiere und Pflanzen, setzt sich immer wieder gegen Verbote durch. Sein Fluchtpunkt, das Tegeler Vlies. Eine Landschaft, die das Amazonasgebiet, wohin er später reist, schon vorwegzunehmen scheint. Mama, ich bitte Sie herzlich, Alexander nicht von mir zu trennen. Also, ich verfüge hiermit. Alexander ist mir noch zu jung für ein selbstständiges Leben. Lieber Bruder Wilhelm, die unerfüllte Sehnsucht meiner Augen nach der Ferne, meiner Haut nach Tropensonne, meiner Lungen, die außer Berliner Staub noch nichts geatmet haben, vermache ich dir. Spannend, wie der Ort ihr Erwachsenenleben prägt, als Forscher und als einflussreiche Persönlichkeiten. Es ist sicher richtig, dass beide Brüder Humboldt sehr ähnliche Fragestellungen an ihr wissenschaftliches Forschungsprojekt hatten und auf der anderen Seite sehr unterschiedliche Bereiche ins Visier genommen haben. Was ist die Aufgabe des Menschen in der Welt, ist eigentlich so die zentrale Frage, der sich Wilhelm von Humboldt anthropologisch genähert hat und Alexander von Humboldt
was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält sozusagen. Und das geht ja auch bis in den Bereich der Kultur und der Kulturen. Das habe ich noch nie gemacht, ich bin jetzt ganz beeindruckt. Benedikt Savoy und David Blankenstein wollen in ihrer Ausstellung die Welt der Brüder sinnlich erfahrbar machen. Sie suchen nach einem Objekt, das charakteristisch ist für den älteren der Brüder, Wilhelm. Dabei stoßen sie auf seinen Schreibtisch. Ja, und das ist natürlich, wenn man den Schreibtisch als Denkraum betrachten würde, dann haben die ihre Grenzen schon eingebaut. Ja, es ist ein Schreibtisch von großer Schlichtheit. Im Grunde besteht er ja nur aus dieser einen zusammenhaltenden Platte und zwei Kisten darunter. Belastbar und stabil. Aufbruch aus einer engen Welt in die Freiheit des Denkens. Wirkliche Befreiung für beide Brüder sind ihre ersten Reisen. Vor allem 1789 die Begegnung mit der Metropole Paris. Sie geraten mitten in die Revolution. Erleben das Geschehen hautnah, werden von den Ideen zu Freiheit und Gleichheit angesteckt. Über 200 Jahre später sind Benedikt Savoy und David Blankenstein auf den Spuren der damals 20-Jährigen hier. Im Hof des Palais Royal waren einige der Revolten losgegangen. In den Cafés trafen sich Aufständische, aber auch Wilhelm und Alexander saßen hier. Sicher haben die beiden auch gesehen, wie damals die königlichen Insignien aus den Vignetten der Friese abgeschliffen wurden. Wilhelm schreibt im August 1789: Die Bastille liegt in Trümmern und in ihre Stelle tritt ein Denkmal der endlich siegenden Freiheit. Der Geist, der jetzt alle Franzosen belebt. Wann werden doch andere Nationen einmal anfangen, solchem Beispiel zu folgen? Manches lehnt er aber auch ab, zum Beispiel das Brutale und Laute, Chaotische und Pöbelhafte der Revolution. Und nicht zuletzt, dass Unterschiede ausgemerzt werden, rücksichtslos und ohne Respekt vor dem Wert eines anderen. Wenn ich mich richtig erinnere, freut sich Wilhelm von Humboldt, Paris wieder zu verlassen, sehr schnell. Also er... Und das arbeitet danach, aber das ist oft so. Es ist nicht so, dass eine Reise einen sofort bewegt oder sofort transformiert. Das wissen wir selber aus unserem eigenen Leben. Das macht eine Reise und ein paar Jahre später kommt was dabei raus, was einen bewegt hat. Spätwirkung bei Wilhelm. Neben seiner Arbeit in Berlin beim Kammergericht schreibt er über die Grenzen des Staates. Der soll sich so wenig wie möglich einmischen. Vielmehr dem Einzelnen die Freiheit zur Selbstentfaltung lassen. Auch für Alexander bleibt Freiheit ein zentraler Begriff seines Lebens. Unkonventionell geht er seinen Weg, bildet sich aus im Erfassen der Naturphänomene. Um zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, geht er nach Freiberg im Erzgebirge. Heute wie damals eine starke, unabhängige Stadt. Bergbau, vor allem Silberminen, hat sie reich gemacht. Alexander selbst wohnt in diesem Eckhaus. Und hier lernt er Karl Freies Leben kennen. Freund und Geliebter. Er wird zur Liebe seines Lebens. Bis zum Ende bleiben die beiden im Kontakt. Lass mich dich noch 2 Sekunden anschauen. Ohne diesen Firlefanz. Die Bergakademie Freiberg ist noch heute ein international gefragter Ausbildungsort für Bergbau. Hier hat sich Alexander also beworben, mit einer Arbeit über Basalte am Rhein und einem Schreiben in junger, gut lesbarer Schrift. Der Brief Humboldts, mit dem sich hier an der Bergakademie als Student bewirbt. Mhm. Und den ersten Satz um Verzeihung bittet. Schon. Was steht denn da? Mit einer Anfrage zu belästigen. Ja, schön. Verzeihung und Belästigung. Und das geht 4 Seiten lang so. Alexander geht buchstäblich ins Innere, will die Entstehung der Welt physisch begreifen. Es ist dunkel und feucht. Er schenkt sich nichts. Jeden Tag arbeitet er unter Tage, obwohl er das als Adliger gar nicht müsste. Jemand anders könnte für ihn schuften. Es ist ein Treiben in mir, dass ich oft denke, ich verliere mein bisschen Verstand. Aus dieser inneren Unruhe erkläre ich es mir, warum große körperliche Anstrengung mich so schnell aufheitert.
Hunderte von Leitern geht es abwärts und wieder hinauf. Das Ergebnis? Eine unglaubliche Kondition, die ihm später bei den extrem fordernden Reisen in Südamerika hilft. Und wie dort bemerkt Alexander auch hier schon den immensen Verbrauch von Holz, kritisiert den Raubbau an der Natur. Eine anstrengende, aber auch eine faszinierende Welt. Ein eigener Kosmos, den es zu entdecken gilt. Die Zauberwelt der Mineralien und Gesteine. Unterirdisch und geheimnisvoll. Berührend und schön. Alexander entgeht nichts. Selbst unscheinbare Tiere nimmt er wahr. Und er entdeckt eine unbekannte Welt der Pflanzen. Wie können sie hier ohne Licht gedeihen, will er wissen, und geht über das akademische Pflichtprogramm hinaus. 258 kryptogame, blütenlose Pflanzen, schreibt er auf, begründet die Höhlenbotanik. Moose, Flechten, Pilze. Den kleinsten Lebewesen gilt seine Aufmerksamkeit. Dem, was andere übersehen oder nicht für so wichtig halten. Freiberg ist für Alexander von Humboldt ja so einer seiner Initialorte. Da, wo er sich in Wissensfeldern ausbreiten kann, die er selbst vorher noch nicht erlebt oder angetastet hat und die zum Teil vor ihm auch noch niemand anders angetastet hat. Was man hier versteht, ist, dass dieses Interesse für die Natur, aber auch für die Kultur der anderen immer, auch schon immer, und zwar seit der Antike, auch wirtschaftlich gesteuert ist. Also von starken, auch kommerziellen oder industriellen Interessen gesteuert war. Und es gibt nicht die Schönheit einerseits und die Wirtschaft andererseits, sondern es ist sehr, sehr verknüpft. In den historischen Sammlungen der Bergakademie Freiberg gibt es etwas, das Benedikt und David für ihre Ausstellung gebrauchen können. Etwas, das eine unbekannte Seite von Alexander zeigt. Seine Sorge um andere, sein Kümmern um Notlagen. Eine besondere Grubenlampe, genannt Lichterhalter, die er zur Rettung von verunglückten Bergleuten entwickelt hat. Alexander von Humboldt hat in seiner Schrift ausgeführt, dass es ja sehr viele Arbeiten bereits für die Seeleute gibt, die auf hoher See gerettet werden, aber niemand hat sich um die Bergmänner unter Tage gekümmert. Ein sicheres Objekt für die Ausstellung von Benedikt und David 2019 im Deutschen Historischen Museum Berlin. Paris zum Zweiten, 1797. Diesmal sind die Brüder länger hier. Immer noch herrschen Aufbruch und Umbruch, die Zeit des Directoire. Eine Zeit lang wohnen Wilhelm und Alexander im intellektuellen Viertel Saint-Germain, einmal sogar im selben Haus. Ein Ort, an dem sich auch die französische Gesellschaft trifft. Alexander will jetzt endlich seine große Reise starten, bereitet in Paris alles dazu vor. Er sammelt neueste Instrumente und Expertenmeinungen. Was man auch sagen kann, ist, dass Alexander von Humboldt ja auch nicht ohne Gepäck kommt. Ne? Es ist nicht der mittellose kleine Bruder, der dann seinem großen Bruder nach Paris folgt, sondern Alexander von Humboldt hat wichtige galvanische Experimente gemacht zuvor. Der hat chemische Experimente gemacht, der hat wahnsinnig fundierte mineralogische Kenntnisse aus seiner Zeit in Freiberg, mit denen er nach Paris kommt und sofort einen Hit nach dem nächsten landet in der Pariser Wissenscommunity. Ne? Und das ist das, was ihm ganz schnell erlaubt, sich hier einzugliedern und auch wahnsinnig wohlzufühlen. Und was ihm letztlich sozusagen wie ein Trampolin den Sprung nach Amerika schließlich ermöglicht. Ja. Ja. Wilhelm wollte eigentlich nach Rom, was wegen Napoleons Italienfeldzug nicht möglich war. Inzwischen hat er mit seiner geliebten Frau Caroline eine kleine Familie, erlebt vieles anders. Für beide Brüder wird Paris zu einer fantastischen Zeit ihres Lebens. Es öffnet plötzlich für sehr junge Leute neue Möglichkeiten. Und die sind selber sehr, sehr jung, die sind 30 und kommen in eine Stadt, die eine riesige Zukunft hat, wie sie selber als junge Menschen eine Zukunft haben.
Aber jeder bricht von hier aus zu etwas anderem auf. Alexander ist schon auf Reise und Wilhelm von Humboldt hat seine Reise hier sozusagen. Wilhelm von Humboldt in seinem Tagebuch schreibt, ich mache eine Materialsammlung. Sein Bruder muss wegfahren, um die Materialsammlung zu machen. Humboldt, Wilhelm macht sie hier. Wilhelm sammelt Eindrücke jeder Art. Zunächst aus der Welt der Kultur. Theater- und Museumsbesuche macht er täglich. Gebildete Kreise sind ihm wichtig. Er will den Menschen wissenschaftlich begreifen. Und dann entdeckt er die Physiognomie. Ort des Geschehens, das Musée des Monuments in der ehemaligen Chapelle des Augustins. Hier sind die Grabmale der französischen Könige aufgebaut, dem Pöbel auf der Straße, der Wut der Revolutionäre entrissen. Sie studiert er. Benedikt und David finden sogar noch etwas von damals. Ja, stimmt. Der Stein. Ja. Was haben wir hier? Statue tombale de François Ier. Inventar Nummer 3589. Jackpot. Also genau den hat Wilhelm von Humboldt damals hier am Ort im Original gesehen, ne? Bevor dann das Original wieder in die Kirche zurückgegangen ist. Ihm fallen bei den französischen Königen, so schreibt er das auf jeden Fall auf, wie Stirn und Nase und sowas, wenig hoheitliche Züge verspüren und so. Das ist, ich weiß nicht, ob das was Pejoratives ist, die französischen Könige betreffend. Sieht ordinär aus. Kann man aus dem Gesicht eines Menschen etwas über den Charakter ablesen? Vielleicht auch etwas über seine nationale Zugehörigkeit? Wilhelm fragt sich das bei einer Begegnung mit Napoleon. Es ist eine Art Anthropologie, die er begründet. Bonaparte ist klein und mager, hat einen kleinen Kopf. Sein Gesicht ist mehr länglich als rund, die Augenknochen stark und schön. Manchmal bekommt sein Gesicht auch etwas Hartes und Schneidendes. Es ist durchaus modern und meinem Urteil nach mehr französisch als italienisch. Das ist ja interessant, wie er das dann tatsächlich auch in Paris verbindet. Also in Paris macht er das richtig systematisch. Er sagt erst, wie sieht der Mensch aus, den er trifft? Dann, wie bewegt sich sein Gesicht? Ja, sozusagen so eine Semiotik des Gesichtsausdruckes. Und dann sagt er, wie spricht dieser Mensch? Wie und was spricht dieser Mensch? Also es ist tatsächlich so ein Dreischritt der anthropologischen Untersuchung. Und da sind wir dann bei der Sprache als Sprechen, ja? Und noch nicht natürlich bei der Sprache als Grammatik. Das ist sozusagen der nächste Schritt, den er dann macht, weil er sagt, naja, wenn der Mensch sein Denken in der Sprache ausdrückt, dann muss ich ja auch dahin kommen, sozusagen zu der Technik, wie er das tut. Also mit welcher Sprache tut er denn das? Mit welcher Sprache spricht er denn das, was er sagt? Also spricht er Französisch, spricht er Baskisch, spricht er Nahuatl oder sowas? Also er kommt sozusagen tatsächlich immer ins Kern, in den Kern hinein dann der menschlichen, des empirischen Menschen. Um genau das zu erforschen, reist Wilhelm von Humboldt ins Baskenland. Die völlig abgelegene Gegend, das Volk, das eine in Europa einzigartige Sprache spricht, das fasziniert ihn und wird zum Beginn seines Sprachstudiums. In seinem Reisetagebuch notiert er: Hinter Artiga zu steigt man die Berge hinan, welche die kleine Ebene links umgeben. Der Weg, einer der schönsten, deren ich mich erinnere, geht immer über beträchtliche Höhen unter den Schatten von Kastanien und Eichen von unglaublicher Größe. Aus dem Gebüsch blicken überall moosbewachsene Felsen hervor. Sparsam einige ländliche Wohnungen, freie Weideplätze und gut bestellte Ackerstücke verstreut. In der Ferne sieht man die Lage der beiden kleinen Häfen Mundaka und Lecchezio. David und Benedikt haben von einer unglaublichen Entdeckung in Bayonne gehört. Im Archiv des Baskischen Museums hat ein Kurator bisher unbekannte Zeichnungen von Humboldts erster, kurzer Begegnung mit dem Baskenland gefunden. 1799, als er mit Frau und Kindern in Spanien war. Einmalige, noch nie gesehene Dokumente des Malers Duperreux. Oh, ça c'est génial. Guck mal, ça c'est vraiment joli. Auf dieser Seite ist das hier das Wichtigste. Monsieur und Madame Humboldt in Couteret. Und hier ist ein Bild von Caroline, wie sie gerade zeichnet. Es ist dem Porträt, das man von ihr kennt, sehr ähnlich. Andere Momentaufnahmen zeigen Wilhelm von Humboldt ausgestreckt wie Goethe in Italien. Aber auch Abbildungen von Hunden oder den baskischen Begleitern. La
vue sur le paysage. Là, ils sont assis sur un rocher face au... On a fait beaucoup de recherches sur... Es gibt viele Untersuchungen zu Wilhelm von Humboldt und der baskischen Sprache, aber sehr wenig über die Details seiner Reise. Deshalb sind die Zeichnungen so wichtig, weil sie die verschiedensten Aspekte davon genau abbilden. Wunderschöne Zeichnungen, die auf jeden Fall in Berlin in der Ausstellung von Benedikt und David zu sehen sein werden. Ein Jahr später reist Wilhelm gezielt ins Baskenland, macht ethnologische Beobachtungen von dem Land und wie es die Menschen prägt. Mit einer oft poetischen Sprache begegnet er allem mit großer Wertschätzung, mit Offenheit und Unvoreingenommenheit. Wie in den frühesten Zeiten ist Biskaya immer noch einzeln und zerstreut bewohnt. Die verschiedenen Caserios liegen einsam, oft in beträchtlichen Entfernungen voneinander. In dieser abgesonderten Wohnung nährt der Baske den Geist der Freiheit und Unabhängigkeit, der ihn auszeichnet. Tief im Lande sieht der Fremde, nicht ohne Verwunderung, mit welcher vollkommenen Gleichheit der Vornehme und der Geringe, der Arme und der Reiche miteinander umgehen. Ungewöhnlich, mit wie viel Respekt Wilhelm von Humboldt das Fremde wahrnimmt und das Andere, das Unbekannte, zulässt. Mit dem Baskischen beschäftigt er sich in Durango, sucht Pero de Arsaloa auf, einen Priester, der von dieser Sprechsprache eine Grammatik erarbeitet. Wilhelm ist von dem im Sprechen deutlich werdenden Denkprozess fasziniert. Gerade dadurch, dass die baskische Sprache Volkssprache ist und dass man in den Basken mehr gesunde Richtigkeit des Urteils als wissenschaftliche Bildung, mehr natürlich warmes und lebendiges Gefühl als verfeinerte Empfindsamkeit suchen muss, flößt diese Sprache und diese Nation ein noch lebendigeres Interesse ein. Iñaki Zabaleta hat über Humboldt und seine Baskenlandreise promoviert. Er lernte hier Sprache nicht nur in ihrer literarischen Form zu schätzen, sondern als etwas Wichtiges für den Alltag zu sehen. Gedichte und Erzählungen bereichern zweifellos eine Sprache, aber nur durch das Sprechen ist der Mensch Mensch. Wilhelm wird nie eine Hierarchie von Sprachen zulassen. Sogenannte Primitive und Hochentwickelte haben für ihn den gleichen Rang. Die Bedeutung von Sprache für die Bildung von Gemeinschaft, Wilhelm von Humboldt erlebt das besonders in den Fischerdörfern, vor allem in Lekizio. Ein kleiner Ort am Atlantik. Auch heute noch erstaunlich die Größe seiner Gebäude. Mehrere eindrucksvolle Kirchen, ein unübersehbares Rathaus. Und überall Wappen. Humboldt beschreibt diese eher unscheinbaren Hausdetails immer wieder. Stolze Wappen, die auf Geschichte und Selbstbewusstsein hinweisen. Großes Spektakel, damals wie heute, die Ankunft der Fischerboote. Der Morgen, den ich dort zubrachte, gehört zu den vergnügtesten. Lekizio schien mir das lebhafteste Städtchen. Ein Örtchen, das mit Wahrheit eine Fischerrepublik genannt werden kann, da alles darin vom Fischfang lebt und nach gemeinschaftlicher Beratung unternommen wird. Am Hafen setzt der Verkauf der gefangenen Fische alles in Bewegung. Und immer wieder schaut er sich die vom Wind gegerbten und von der Härte des Lebens geprägten Gesichter der Männer und Frauen hier an, spricht sogar von einer baskischen Nationalphysiognomie. Ihn fasziniert, wie in dieser Fischerrepublik einer auf den anderen achtet. In dem Augenblick, wo ein Sturm droht, wird Rauch auf der Warte gemacht. Und auf dieses Zeichen hin kehren alle augenblicklich zurück. Eusebio und Asensio, zwei 90-jährige Brüder, die seit ihrer Kindheit Fischer waren, haben dieses menschliche Warnsystem, damals, als es noch keine Funktechnik gab, persönlich erlebt. Wenn es gutes Wetter gab, kam morgens der Senero und nach ihm kamen die Frauen. Sie klopften an jeder Haustür. Wenn es schlechtes Wetter gab und man nicht aufs Meer konnte, kam der Senero, der Mann, der die Orientierung gab, mit der Eisenstange.
Die zerrte er über das Kopfsteinpflaster, um zu signalisieren, sie können weiterschlafen. Wenn er mit der Eisenstange vorbeikam, schliefen wir alle weiter. Überall im Ort finden sich Hinweise auf den Walfang. Die baskischen Fischer waren Meister darin, haben die härtesten Herausforderungen der Meere überlebt. Dabei sind sie bis nach Amerika gekommen, gelten heute als früher Entdecker des Kontinents. Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Ein neuer Blick für eine Gegend in Europa, die meist nicht sehr beachtet wird. Man muss manchmal gar nicht weit reisen, um einer unbekannten Kultur zu begegnen. Wir sind immer natürlich auch auf der Spur von diesem Weltgedanken von Wilhelm von Humboldt, der einerseits versucht zu zeigen, dass jede Region, jede Ecke, jedes Volk, jeder Sprecher am Ende seine eigene Wirklichkeit konstruiert und seine eigene kulturelle und wirkliche Sprache hat. Und mit den eigenen Erfahrungen vor Ort lesen sich seine Reiseberichte noch einmal ganz anders. Man versteht hier erst, finde ich, wie politisch dieser Text ist. Denn eigentlich beschreibt er Zustände einer Demokratie, einer Fischerrepublik. Das beschreibt er, indem er gerade Paris verlassen hat. Und in Frankreich hat gerade die Französische Revolution eine Republik ausgerufen. Das heißt, er findet andere Modelle, demokratische Modelle oder republikanische Modelle, die nicht dieses zentralistische, dominante Frankreich ist, sondern eine andere Form, auch wenn er es nicht ausbreitet und sagt, so könnte man Demokratie auch machen. Aber das meint er auch damit. Das ist hier die griechische Form der Demokratie. Und was er in Paris verlassen hat, ist die römische Form der Republik, die expandiert und alles vereinheitlicht. Und hier findet er eine Form, die vielleicht auch Partikularitäten, Besonderheiten, regionale Besonderheiten besser respektiert. Wie sehr sich Wilhelm von Humboldt im Baskenland für Politik interessiert, sieht man an seinem Besuch von Guernica. Er beschäftigt sich intensiv mit der baskischen Verfassung. Im 15. Jahrhundert bestätigte der spanische König Ferdinand der Katholische an dieser Stelle die Privilegien der Basken. Der Sitzungssaal für Deputierte sowie für männliche und auch damals schon weibliche Zuhörer. Den Preußen fasziniert die unbeschränkte Freiheit, wo jeder offen seine Meinung sagt. Und er beschreibt den Wahlvorgang, bei dem jede stimmberechtigte Stadt eine Kugel hat. Diese authentischen Wahlkugeln, ein urdemokratisches Symbol, hätten Benedikt und David nur allzu gern in ihrer Ausstellung. Sicher hat er Dinge beschönigt. Er hat das idealisiert, was ihn interessiert hat. Allerdings war er auch nicht dumm. Bei politischen Themen war er gut informiert und er hat Unterschiede gesehen. Das Thema Gleichberechtigung aller Bürger hat er vielleicht etwas übertrieben. Wir müssen zugeben, dass es sie so doch nicht gab. Aber er hat wirklich versucht, sich im Baskenland zu integrieren, Freund der Basken zu werden. Zum Dank dafür haben ihm die Einheimischen in Guernica ein Denkmal errichtet. Am meisten beeindruckt Wilhelm, Alexander nicht unähnlich, immer wieder die Natur. Vor allem das unglaubliche Schauspiel des bewegten Meeres. Und da findet er zu einer für einen Juristen ganz unerwarteten Poesie. Nie ist mir die rohe Masse der Schöpfung so überwältigend vorgekommen. Was beim Anblick des Meeres die Einbildungskraft bis zum Entsetzen anspannt, ist die fürchterliche, sich mit unglaublicher Geschwindigkeit nach allen Seiten fortpflanzende, den ganzen Erdkreis erschütternde Beweglichkeit. Es ist der Kampf des Leblosen mit dem Lebendigen, durch ein ewiges Schicksal zur Harmonie und Eintracht verbunden. Zurück zu Alexander. Seit kurzem sind seine amerikanischen Reisetagebücher erschlossen und digitalisiert. Aus diesen kostbaren Heften lässt sich erkennen, wie er gearbeitet hat. Material gesammelt, Zeichnungen zugefügt, Teile wieder ausgeschnitten und Texte bis zu 30 Mal überklebt. Eine ungewöhnliche Montagetechnik. Für den Alexander von Humboldt-Experten Ottmar Ette zeigt das seine Art, nicht eurozentrisch zu denken, sondern verschiedene Kulturen gleichwertig nebeneinander zu stellen. Diese Humboldtsche Wissenschaft ist auch gepaart mit dem Humboldtschen Schreiben.
bedeutet, dass sie nicht einfach kontinental ist. Kontinental wäre sozusagen eine kontinuierliche, das ist ja der Begriff des Kontinents, eine kontinuierliche Sichtweise auf die Dinge, sondern das ist eine archipelische Sichtweise. Kleine Inseln, die miteinander in Verbindung stehen, die relational sind und die uns erlauben, verschiedene Logiken gleichzeitig zu denken. Auch Andrea Wulff ist von Alexander von Humboldt fasziniert. Jahrelang hat sie für eine Biografie über ihn recherchiert und war in Südamerika auf seinen Spuren unterwegs. Auch in den Anden von Ecuador ist sie gereist, auf den Gipfeln der Kordilleren. Wir stehen hier auf dem Chimborazo auf ca. 5000 Metern Höhe. Und ich bin hier, weil Humboldt hier war. Hier auf dem Chimborazo hatte er seine Vision von der Natur als vereintes Ganzes. 5 Jahre lang hat Alexander von Humboldt Südamerika durchstreift, unter schwierigsten Bedingungen. Er hat Tiere, Pflanzen, alte Schriften und jede Menge Steine gesammelt und er hat fast alles vermessen. Humboldt versuchte, den höchsten damals bekannten Berg, den Chimborazo, zu besteigen. Ein Vulkan. Unter Lebensgefahr. Das hat er nicht geschafft. Ein zentrales Werk von Alexander von Humboldt, das Naturgemälde, vergleicht Pflanzen auf ähnlichen Höhenlagen und in ähnlichen Klimazonen. Es zeigt, wie diese Reise dazu beigetragen hat, dass er die Welt als Ganzes denken konnte. Das Web of Life, das Netz des Lebens, also dass die, er beschreibt die Erde als einen lebendigen Organismus, wo alles zusammenhängt, also vom kleinsten Insekt bis zum größten Baum. Und das ist ja schon was, was heute unser ganzes Denken prägt. Und dazu kommt natürlich, dass Humboldt der wirklich auch der vergessene Vater des Umweltschutzes ist. Also Humboldt hat schon 1800 uns gewarnt vor den katastrophalen Folgen von Rodung, von Bewässerung, von Monokultur. Nach der Reise kehrt Alexander von Humboldt nach Paris zurück. Wohnt neben dem renommierten Institut de France. Ein Star in der Wissenschaftscommunity. Gefeiert und einflussreich. Nicht nur in der Welt der Forschung. Hochgelobt auch vom Wissenschaftsminister Chaptal. Wenn Monsieur Humboldt die Berichte über seine Südamerika-Reise nicht hier publizieren würde, schreibt er, wären wir in einer totalen Stagnation. Er besitzt alles Wissen. Und wenn er reist, ist das, als ob die ganze Akademie der Wissenschaften unterwegs wäre. Er veröffentlicht in unserer Sprache, beschäftigt unsere Graveure und Drucker. Hört sich an, als ob Humboldt der französischen Wissenschaft viel gegeben hätte. Das Observatorium in Paris. Alexander hat hier während seiner 20 Jahre in der französischen Hauptstadt viel geforscht. Später in Berlin ein erstes dieser Art durchgesetzt. Benedikt und David präsentierten hier 2014 eine vielbeachtete Ausstellung über die Gebrüder Humboldt. Über 200 Jahre im Depot völlig vergessen der Schreibtisch von Alexander von Humboldt. In der Ausstellung in Berlin wird er ein Höhepunkt sein. Der Schreibtisch, der ist natürlich eine Ikone für Alexander von Humboldt, weil er ganz präsent ist auf einer Abbildung, die Humboldt in seinem Schreibzimmer zeigt. Niemand weiß, dass es diesen Schreibtisch noch gibt. Dass er einfach auch mit seinen filigranen Beinen in seiner ganzen Bescheidenheit irgendwie was über Humboldts Wesen und Arbeitsweise auch aussagt. Das ist eben nicht das Repräsentative wichtig, sondern das Arbeiten können, das in Bewegung bleiben können. Das riecht so nach Lakritze. Dieses Tintenfass hat er tatsächlich in der Hand gehabt. Die Brille getragen und die Federschachtel schmückt immer noch Alexander von Humboldts Konterfei. Benedikt und David sind begeistert von ihrem Fund. Ein jüdischer, portugiesisch-holländischer Kaufmann hat den Schreibtisch damals in Berlin gekauft und nach Paris gebracht. Für Benedikt ist auch die Herkunftsgeschichte dieses Objektes aufschlussreich. Wir können wirklich froh und dankbar sein, dass solche Objekte, wenn man deren Herkunftsgeschichte erklärt, dass sie uns daran erinnern, dass wir immer in Zirkulation, in Kooperation, in Wechselwirkung waren. Und
Deswegen brauchen wir diese Objekte, um nicht national zu denken, sondern transnational und beweglich. Alles das wird in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin 2019 zu sehen sein. In Tegel treffen sich die beiden Brüder nach ihren vielen Reisen, Posten im Ausland, verschiedensten Erfahrungen in der Welt schließlich wieder. Ab 1827 sind sie mehr zusammen. Wilhelm hat sich das Schloss von seinem Freund Schinkel umbauen lassen, lebt im immer restaurativer werdenden Preußen sehr zurückgezogen. Hier lässt er sein Denken architektonisch Ausdruck werden. Das Dialogische, das ihn immer fasziniert hat, die Gegensätze, die es konstituieren. Das eine und das andere, alt und neu, arm und reich, männlich und weiblich. Aber noch einmal bricht er in die Welt auf, mit seinem Sprachenstudium. Schwierige, auch exotische Sprachen sind es, die er an seinem Schreibtisch lernt, analysiert, spricht und vergleicht. Das ist richtig. Wir basteln mit der Sprache. Verstehen. Mit dabei Ungarisch und Litauisch, Koptisch und Nahuatl, Chinesisch, Kavi und Sanskrit, das er sogar schreiben konnte, wie eine wertvolle Handschrift zeigt. Über 70 Sprachen werden es am Ende sein, die Wilhelm erforscht. Und 17 spricht er selbst. Jede ist für ihn Weltsicht. Sie beherrschen heißt, andere verstehen. Das sind auch Momente, wo wir uns als Betrachter des Jahres 2017 denken, Mensch, die konnten die Sprachen, die waren mobil, die waren geistig mobil, aber auch sprachlich mobil und geografisch, physisch, die sind viel gereist. Und das tun wir auch so, aber vielleicht gar nicht so intensiv mittlerweile. Wir haben es vergessen, was das ist, ein Europäer zu sein, so richtig, mit den Füßen, mit dem Gehirn und mit der Zunge.